alle K-Drama-Lover. Habt ihr gewusst, dass es ganze Wettbewerbe gibt, wo K-Dramen und K-Movies parodiert werden? Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Anna und Anna. 86 Teams haben an diesem Wettbewerb teilgenommen. Was richtig krass ist, hätte ich niemals gedacht in Frankreich, dass da so viele Leute zusammenkommen. Ich weiß, dass in Frankreich sehr viele wirklich Fans nach Korea sind und beziehungsweise Fans nach koreanischer K-Dramen. Deswegen wundert es mich gar nicht. Es ist der erste seiner Art in Europa und es wurde von dem koreanischen Kulturzentrum in Paris angeboten. Ich finde das super schön, damit die Leute irgendwie mehr über Korea wissen, ne? die das überhaupt nicht gewusst haben. Zum Beispiel jetzt in die Nachrichten haben wir das gehört und man denkt, also die das überhaupt nicht kennen, oh. Vielleicht soll ich das auch anschauen, diese K-Dramas. Der Hauptgewinn ging an eine Gruppe, die heißt Uri Groove, der Film Sunny von 2011 parodiert hat. Oi, 그 뒤에 있는 뭐냐? 춤 맞추려고 중학생 때 왔냐? 걔랑 눈 맞추지 마라. 귀신 웃는다. 지 Der Direktor von KCC, das war dieses koreanische Kulturzentrum von Paris, er sagte, dass das ist eine super Chance, um Korea für die anderen, ne, besser kennenlernen lassen. Und ich finde, das ist wirklich eine superbe Idee. Das Einzige, was mir noch ein bisschen als Kritik dazu einfällt, ist, wenn man halt K-Drama und K-Movie als koreanische Kultur verkauft. Also ich finde, man muss schon dazu sagen, dass das halt aus der Entertainment-Industry kommt, dass das nicht das wahre Leben darstellt. Ja. Weil, also das denken auch so schon viel zu viele Leute in Europa, dass wirklich alles so ist wie im K-Drama, wenn man nach Korea kommt. Ja, ich habe das am Anfang ja auch geglaubt, weil das ist so die einzige Quelle, die man hatte. Ja. Vor allen Dingen back then, also das war 2014, 2015, dachte ich halt so, okay, da gab es noch keine YouTuber, die viel über Korea erzählt haben. Ich dachte wirklich, das ist alles so wie im K-Drama. Mm. Und erst später, ne, hat sich das dann, wenn man mehr Interesse entwickelt, informiert man sich mehr. Deshalb finde ich, muss man das immer dazu sagen, dass das jetzt keine kulturelle Sache ist, sondern dass das wirklich zum Entertainment dient und das ja mit Hollywood vergleichbar ist. Ne? Habe ich ja schon mal gesagt, in Amerika ist ja auch nicht alles so wie in Hollywood gezeigt wird. Ja, genau. Also das finde ich immer wichtig, dann einfach zu sagen, dass die Leute keine falschen Gedanken bekommen. Ne? Mhm. Die ganzen Teenies, die dann sagen, ich will einen Korean Boyfriend wegen K-Drama. Der wird so perfekt sein wie ein Prinz. Ja. Okay, und ich merke gerade, dass wir nach diesem Video sehr viele Sachen gar nicht angeschaut haben. Wir sind wirklich spät dran. Ne? Ich glaube, ich habe seit 6 Monaten kein K-Drama mehr geguckt, also wirklich seit einem halben Jahr. Ich habe eine Idee. Droppt mal eure K-Drama-Empfehlungen von den letzten K-Dramen, die ihr geguckt habt und die ihr richtig gut fandet, also wirklich nur die Top 10 von euch, in die Kommentare. Bitte wirklich die Top 10, weil wir haben schon mehrmals angefangen, K-Dramas anzuschauen und wir haben die nicht bis zu Ende angeschaut. Ja, ja, es catcht dich nicht so sehr, dass du überhaupt sogar in der Nacht das anschauen könntest. Wir wollen schlafen jetzt in der Nacht. Weil ich bin so ein Mensch, wenn ich ein K-Drama anfange und das ist wirklich catchy und das gefällt mir, dann suchte ich das durch, also ohne Pause. Dann gucke ich 3-4 Tage komplett alle 16 dann Folgen. Dann kommen sie zur Arbeit mit blauen Flecken. Und ja, genau. Und dann können wir ja danach ein Video machen, wie wir das K-Drama fanden. Mhm. Und dann können wir uns auch mit euch ein bisschen besser austauschen. Soll ja auch immer eine Rückverbindung geben von euch. Ja. Ja, das wäre auf jeden Fall cool. Falls euch das Video gefallen hat, dann gebt uns bitte einen Like. Vergesst auch nicht, den Kanal zu abonnieren, denn dann habt ihr immer super tolle Tipps rund um Korea parat. Nicht nur um die Korea-Reise wird es gehen, sondern wie gesagt auch um K-Drama, um K-Pop. Wir haben eine Kategorie mit BTS News. Deshalb seid ihr dann vollkommen in dem Korea-Thema mit uns drin. Und das war's mit dem Video. Wir sehen uns dann im nächsten. Bye. Tschüss. Du hast kein Mikro. Es läuft aber. Alles gut. Ich hoffe, man hört das. Oh mein Gott. Es ist gut.